Es grünt und blüht im Europark. Trotz Minusgraden ist hier der Frühling eingezogen und für die Kleinsten gibt es eine riesen Sandkiste auf der Frühlingswiese. Um das wahrzumachen, hatten die Heinzelmännchen von Systemdeko ihr Saturday Night Fever im Europark ausgelebt. Es ist so, es wird also in Teams gearbeitet. Zunächst wird einmal der Teppich aufgelegt, dann unter dem Teppich wird die Nassschutzfolie gelegt. Dann wird also der Teppich aufgelegt, dann kommen die Randsteine auf den Teppich und dann werden die Blumeninseln gestaltet und aufgebaut. Und dann wird die ganze Umrandung wird dann mit Bachsteinen gemacht, wo dann mit Rindenmulch und die Sachen eingefüllt werden. Und dann werden die verschiedenen Pflanzen gesetzt. Ich setze die Blumen. Als erster mache ich ein Loch und dann gebe ich die Blumen hinein, schütte sie zu und gebe Rindenmulch darüber. Also sicher 10 verschiedene Blumensorten, die dann im Laufe der nächsten Tage und Wochen richtig schön zu blühen beginnen. Zuvor braucht es aber noch einiges an Manpower, logistischen Überlegungen und Schutzfolien. Bis die ersten Blumen sprießen konnten. Blumen setzen und dann Steine legen. Was ist da eine Schwierigkeit? Da gibt es keine Schwierigkeit. Wenn da nicht die Minusgrade die Motorsäge eingefroren hätten, wäre es vielleicht noch einfach. Und ein paar kleinere Kältefallen. Dass sich der Teppich ausrollt, dass die Pflanzen sofort herringwind sind, weil die überhaupt keine Minusgrade draußen vertragen, weil das alles frische Pflanzen sind, die haben von Holland gekommen und die haben sofort kaputt. Und dann war auch noch der Sand für die Sandkiste tiefgefroren. Aber die Nacht war ja noch lang. Ich glaube, wir sind nicht vor 1 in der Nacht fertig. Kurz nach Mitternacht war der Sand dann doch noch in seiner Kiste. Der Frühling kann beginnen. Doch die Arbeit an der Frühlingswiese geht täglich weiter. Und dann ist halt die Problematik noch mit dem Kirsten, dass man ständig dann die Bewässerung jeden Tag in der Früh muss das Gussen, weil er rennt alles austrickert.